3, 2, go. Und da sind wir wieder. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Seven Days to Euter. So. Es ist teilweise auch weiß, also der Bildschirm, wenn du Subnautica spielst. Ja, wenn es draußen ganz neblig ist. Was denn? Die Kuh. Ja, Ausrufezeichen Multi, wenn ihr sehen wollt, wie ein alter Mann von einer Kuh. Ah, ich hab keine Heilung. Verprügelt wurde. Ja, der nimmt hier auf Hörner. Ernsthaft jetzt? Tot durch Kuh, Asrak? Ernsthaft? Nein, es ist der hat Hörner. Das, also, der heute hat nicht funktioniert. Also, wenn du dem an die Zitze gehen wolltest, an die eine, die er hat, kann ich schon vorstellen. Da gibt's keine Beweise für. Hab ich nie gemacht. So. Jetzt hole ich erstmal. Was? Verleumdung, oder? Ich gehe doch da. Nee, das war nur eine Fragestellung. Du dürftest auf gar keinen Fall und drücke nie Escape. So, jetzt hole ich erstmal meinen Rucksack wieder. Wow, was ist das für ein Vieh? Okay. Ich wollte nur. Ach, das ist doch die blaue. Ich höre sie doch. Ja, das, ja, klar. Das ist doch die blaue. Ich habe sie doch bis hierhin klingen gehört. Jupp. Und gleich siehst du, wie ich verschwinde. Ich höre erst eine Explosion. Es ist interessant. Man hört so eine Explosion und dann hört man so ein Ching. So. Jetzt höre ich irgendwas stöhnen. In meiner Nähe sogar. Verdammt, ich muss weg. Lock sie hier bitte nicht an. Was soll ich denn sonst machen? Ja, nicht ins Haus bringen, bitte. Nein. Well, sag Asrak bitte den Euter anfassen. Laut Bauernverband nur bei Weibchen. Bei weiblichen Rindern erlaubt. Genau, du sollst dir ein weibliches Rind suchen, Asrak. Da merkt man, dass der Konzentrationslevel von ihm gerade hoch geht. Quatsch. Oh, der Apfel sieht ja richtig gut. Hat ein bisschen was vom Pfirsich. Mit der Beleuchtung. Ah, so eine Mischung. So, jetzt nehmen wir ganz schnell. Er merkt, wen, was, wen, was? Was macht Ast? Nein, die das Hitbox ist, das ist glaube ich, noch etwas gewöhnungsbedürftig hier. Lichti, du siehst es vielleicht. Ah. Jetzt. Also die könnte bei diesem Opfertier etwas größer ausfallen. Das könnt ihr den Chat eigentlich mal einblenden, oder? Nö, musst du nicht machen. Ice Spike Spell. Haha, geil. Ice Spike Spell. Okay. Ich habe einen Eisstachel-Zauberspruch gefunden, Asrak. Okay. Und da steht die Zahl 2. Eigentlich habe ich mich 2 davon gefunden. Und das finde ich ganz cool, weil dann könnte ich dir vielleicht einen abgeben. Da gibt es auch verschiedene Stufen, ne? Bis richtig, das könnte eine andere Stufe sein. Guten Tag, warte! Ich brauche ein Foto. Warum bist du nicht da rein? Die Türen sind doch sonst alle auf. Du kannst gerne mal auf der anderen Seite lang gehen. Wie findest du meine Hose? Stylisch, oder? Geil. Ja. Ja, ich habe bisher überhaupt noch gar kein wirkliches Loot-Glück gehabt. Das ist ein bisschen schade. Echt? Immer. Okay. Ah, das Glück wird kommen. Naja, wenn man gegen dich versucht zu looten, ist schon schwierig. Krake. Ach komm. Nein, ich bin keine Krake. Doch, ich bin der liebe Kerl von nebenan. Das behaupten sie alle. Auch Kraken können lieb sein. Ja. Frag Vitolinchen. Lichti, magst du vielleicht unseren Zuschauern erzählen, was sie sozusagen jetzt in der neuen, im neuen Update, was wir ja gerade haben, anders ist, was sie erwarten könnte? Also ja. Ich habe schon gesagt, die XP sind angeglichen worden. Ja, ne? Aber ich habe auch schon gesehen, dass ich da bei manchen noch was machen muss. Okay, ja bei gut. Den neueren Sachen. Ja, deswegen schaust du ja sozusagen mit drauf. Das ist ja nochmal viel ergiebiger. Ja, ich bin ja bloß nebenbei noch bei meinem Mod bei. Ich will mal langsam gucken. Ich habe hier eine Fehlermeldung, also eine Meldung, dass das nicht so passt, wie es soll. Warum? Ja, Gottesheim kann dich da auch mit dem Tippbeuwagen. War da einer? Wir haben einen Dämonenritter ja, hier drin in der Bude. Ich weiß, ich bin deshalb auch raus. Alter, was ist denn das?
Ich weiß nicht, ob das ein Dämonenritter war, aber... Zauberei oder sowas? Ja, ich noch nicht. Ach nee, da ist auch da die... Ach so, ja, die, das Mädel ist auch bei. Hm? Ja, jetzt, ja, ja, jetzt weiß ich es auch, danke. Ich dachte, okay. Ich dachte mir, das kriegst du noch raus. Nee, ja, ich muss rein. Ich bin voll. Boah, cool. Lichti, ja, wir waren... Du renn doch nicht weg, kämpf doch mal mit der Hexe. Ich will das doch mal sehen. Gleich, ich lade mich aus, dann kämpfe ich mit der Hexe, okay? Ja, ja. Okay, also. Lichti wollte gerade noch sagen, was jetzt Neues euch erwartet, was wir bisher noch gar nicht gezeigt oder darüber gesprochen haben. Da ist natürlich er der bessere Ansprechpartner. Ja, was soll ich denn? Da ist halt neues Biom drin. Ja, das haben wir auch noch nicht gesehen. Das war das mit dem... neue Gegner halt. Ja. Dass man Waffen skillen kann. Also Schwerter... Axt. Wie muss ich das machen? Modifier ist es ja nicht. Nee, du gehst einfach ganz normal auf die Skills, dann unter den Fantasy. Da hast du dann weiter unten, wenn du runterscrollst, die Waffen. Unter Attribute Kieler. Warrior. Doch, das ja, meinst du? Genau, ja, ja, genau. Your Weapon Deals. Achso, dass man 10% immer mehr Schaden macht dann. Genau, 5 oder 10% weiß ich jetzt nicht, glaube ich. 10% sehe ich gerade, ja, okay. Hey. So, das Essen kommt Asra, mal weg. Ja, ich gebe dir mal, ich pack dir mal in den, nee, ich drop dir mal auf den Boden. 4 Bandagen, bitteschön. Das habe ich gerade hergestellt. Wie hast du die hergestellt? Mit Stoff? Ja. Dank dir. Und ich habe ja, einfach... ein paar Missionen habe ich beigepackt. Ich habe dafür einfach ein paar wehrlose Vorhänge geschlagen. Also erstmal Missionen, die sind jetzt so weit, dass es halt bis zur Stoffproduktion geht und Bandagen, dass man sich die normalen Bandagen herstellen kann. Ja, die also Bandagen, Bandagen machen wir gerade. Da brauchst du ja nur Stoff für, ne? Du meinst die Heilbandagen? Ja, oder? Dass du Stoff herstellen kannst. Achso, selber Stoff herstellen. Ja, ja, momentan kannst du nicht herstellen, ne, glaube ich. Ja, ja, genau. Gut, das war die, genau. Okay. So, das ist heißt, ein du brauchst ein Spinnrad und ein Webrahmen. Bis dahin leitet hat dich ein. Genau, dann ja mit Wolle, ne? Das genau. Hm? Ja, Wolle hatten wir uns schon mal hergestellt, als wir das letzte Mal gespielt hatten. Stimmt, genau. Dafür brauchst du ja, glaube ich, das Spinnrad, ja, ne, das für die halt, Wolle. Ja, ne? Die Missionen dahin, das ist dann. Und auch jetzt zum Beispiel so die Sachen wie den Steinhammer, der kommt jetzt vor dem. Vor dem Lagerfeuer. Dann auch noch das andere Lagerfeuer herstellen, dass man das Wasser kochen kann und solche Scherze. Und habe ich halt drin getestet. Also viel Feintuning auch in der Richtung irgendwie, ne? Ja, ja, genau. Und halt die XP angepasst, ist klar. Das ist kein Spoiler, Beke. Also das ist ja auch kein Storyspiel irgendwo so. Das passt schon. Also dass er schreibt, man kann ein Spinnrad herstellen, das kann man ja auch selber sehen, wenn man ja hier drin ist. Und das haben wir vorhin eigentlich auch gesehen, weil wenn ich nach Bandage geguckt habe, habe ich nach Clawfragment geguckt. Das Spinning Wheel. Allerdings brauchen wir dafür die Werkzeuge. Dann habe ich nach Clawfragment geguckt, da steht Wolle und dann fiel es mir auch wieder ein, wie ich Wolle herstelle. Und Wolle stellst du, okay, steht jetzt hier nicht drin, aber das mehr oder weniger über so ein Spinnrad. Hab nur gerade ich ständig Buffer. Dann habe ich halt die Animationsfehler von den Äxten behoben, dass sie sie wieder schwingen lassen. Ah, okay. Das geht ja nicht. Dann halt neue Gegner, klar, mit der Eiskönigin oder Eishexe da, mit der Magie. Ich weiß, dass das hier nicht. Genau, aber was ich habe, das habe ich. Ich bin froh, dass ich was gefunden habe. Der Olle, da gibt auch nichts ab, weißt du? Nice. Der Reaper, der hat halt eine Fernschusswaffe, da lasst euch mal überraschen. Okay. Deine Ice Witch. Okay, ich kann nicht weg. Ah. Okay, funktioniert. Gesehen? Ja, ich bin hier immer so ein bisschen, ja, ja. Ja, ja. So. Ja. Finde ich super, wie Asak das gerade mal demonstriert. Ja. Ja. Ich blute für euch. So, jetzt kriegst du es aber. Hat die Madame. Ja, daneben, du Lusche. Hier muss ein Ressourcenstein sein. Ist nicht? Dann gehe ich da hin. Dann weiß ich nicht, dieser Forschertisch, ob ich den vorher auch schon drin hatte. Oder ob der auch erst in diesem Patch ist, aber ich glaube, der war schon vorher drin. Ne? Ich glaube, der war vorher. Aber da habe ich ein bisschen drin, was an Rezepten gemacht.
Wiener Nadel, ich wünsche dir einen angenehmen Lurk-Modus. Liebe Grüße an Asrak. Ja, richtig aus. Ja, Asrak, ganz liebe Grüße aus Wien. Aus Wien? Ja, geil. Von Wiener Nadel. Man kennt mich überall. Ich finde es. Nein, natürlich. Aber es ist schon schick. Nein, und also beim Modden, da habe ich jetzt einen aus Amerika, der mir ein bisschen mithilft. Da war er. Also, hast du einen was? Jemand aus Amerika, der hilft mir so ein bisschen. Oh, das echt ist cool. Sehr schön. Sehr geil. Ja, aber auch so gefangen. An Klassen wollen wir da einfühlen, so wie. Aber trotzdem kannst du immer noch nach wie vor Hilfe gebrauchen. Ja, ich brauche noch mehr Hilfe. Ja. Also ganz tief. Ich finde es also gut, dass du schon mal Dungeons jemanden Zusatz hast. Ja. Dungeons wäre eine ganz große Sache. Ja, wenn ihr mal Bock habt, Dungeons zu bauen, irgendwie. Also ganz normal in 7 Days und im Kreativmodus und dann wird das Ding quasi nachher ausgeschnitten und in den Mod reingepackt, kann man so mehr oder weniger sagen. Ne? Yep. Ja, man kann ja in Kreativmodus, was hast du ja die Möglichkeit, da so ein extra Tool da in 7 Days. Ja, das gibt's auch. Da also wenn jemand Bock mal hat, ein unterirdisches, ein richtiges Dungeon so, ne, à la Dungeon Keeper zu entwickeln irgendwie, der ist ja hier herzlich willkommen bei Lichti. So, jetzt ist die Madame weg. Das ist ein bisschen doof. Ich wollte die eigentlich noch zu Ende machen. Okay. Ach so, wenn einer Erfahrung mit XML, mit den XMLs hat zu bearbeiten oder den Beschreibungen, sowas, da kann man auch jederzeit Hilfe brauchen. Mit den Beschreibungen hänge ich immer ganz gewaltig hinterher. Weil ich diese Localization-Datei so ein bisschen verwirrend finde. Ja. Ja, das stimmt. Ups, bleibt mir bloß vom Leib da drüben, du. Jetzt ist die Tante weg. Keine Ahnung, wo die hin ist. Ach, du Schande. Ah, wieder ein Wolf hinter mir oder so. Oder so. Ja, und links war die blaue Lady und ich muss jetzt erstmal weg hier. Das, okay, es klingt, als ob du beschäftigt bist. Ich bin. Na gut, wir reden später. Ich bin im guten Weglauf. Was denn? Ach, mich nervt. Ich wollte da was ändern an der. Hast du noch was gesehen, was du ändern wolltest? Mixer und der. Nee, das. Ups, dann nochmal mit hier. Tittendackel, schönen guten Abend. Hey, alles gut bei dir? Bei euch? Dabo, hi, grüß dich. Was dann noch demnächst kommen wird, werden halt so die Wandertrader sein. Die laufenden Händler, die durch die Gegend ziehen. Perfekt. Und die NPCs, die mit reinkommen. Die meinst du die Krieger und Kriegerinnen? Nein, es werden auch oder andere so mit reinkommen, die man auch anheuern kann. Ah, geil. Man dann halt irgendwo hinstellen kann, die einen oder dass man die mitnimmt und dann die kämpfen. Achso, das heißt, du kannst Söldner anheuern, die dich beschützen. Genau, so ungefähr. Ja, geil. Keine Ausdauer mehr. Ja, das ist ja, aber das ist jetzt halt von jemand anders. Genau, Zukunftsmusik dann erstmal. Das, nö, der ist eigentlich schon in meinen. Ah ja. Genau. Troll. Ich brauche trotzdem Ausdauer. Woran ist der denn jetzt gestorben? Kann ich Blutung verursachen? Oh Gottes Willen, das wäre immer mehr. Kann ich Blutung verursachen? Sieht so aus. Ja, Blutung kann ja verursachen. Ja, das hat ja auch mal einen schönen Fehler gegeben. Beispiel, wenn die NPCs verblutet sind, dann ist bei manchen Leuten dann halt. Ja, shit, jetzt hab ich den Blutung. Als frage ich, dass ich Leben nach Hause schaffen. Doch, ich hab einen Verband. Alles gut. Nicht zu schnell verabschieden. Gut, dass ich die hergestellt habe. Yep. Also, ich denke, Stoff sollte man sich sofort unter den Nagel reißen wegen Verbänden. Man kann nicht mehr die Baumwolle nutzen und das umwandeln. Da muss man sich hier so ein bisschen auch auf die Mod einlassen, was ich auch sehr vernünftig finde, weil die Mod geht hier einen ganz eigenen Weg und den finde ich auch schön. Ja, also, da muss man dann auch mal gucken, was hier so passt. Ja, also, wenn man nach dem Motto spielt, wie bei das normale 7 ist, dann hast du da eine Überlebenschance, die gleich null ist. Nee, man soll ja auch nicht so spielen wie bei der normalen, weil es ist eben auch eine andere Mod. Ne? Da muss man halt eben sich auch drauf einlassen. Ja. Und das gehört dann auch so. So, Tirol ist dann auch weg. Grüße an Asrak, auch vom Tiroler Unterland. Ja, Frau Berams, richtig aus.
Grüße aus Tirol. Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Wien, Tirol. Irre, ne? Ja. Krass, ne? Ja. Richtig krass. I like it. So sagen. Wuppertal. Raumpublikum hier. Deutschland, benachbartes Ausland, alles dabei. Bike. Ich hab gerade mal geguckt, wie spät es ist, weil die sich alle verabschieden, aber nee, das geht ja noch. Alles also noch gut, ne? Ja, das hat aber nicht jeder Urlaub, ne? Sperr verursacht Blutung. Nee. Nee, das stimmt. Und es gibt einige, die auch echt früh hoch müssen. Oh, jetzt krieg ich auch mein Klozeichen. So langsam krieg ich auch ein bisschen Bauchdrücken. Ich habe heute früh erst jemanden gehabt, der hat mich um 3.49 Uhr auf Discord angeschrieben. Da echt? Dachte ich mir, okay, cool. Ich wusste, dass er früher aufstehen muss, aber so früh jetzt auch nicht irgendwie. Das ist schon hart. Norwegen. Norwegen haben wir auch. Aber gerade nicht da, oder? Wert Oslo ist nicht da, oder? Falls ja, muss ich mich entschuldigen. Um 5 Uhr klingelt dein Bedeck Gottes Hand. Das muss auch so sein. Du musst ja auch ein bisschen die Welt retten. Dann darf dein Wecker auch mal klingeln. Ne? Also das ist schon klar. Well, wie sieht's aus? Also, was ist der Plan? What next? Wir können jetzt versuchen, einen Loot-Ausflug zu machen. Es sei denn, wir wollen uns hier erstmal ein bisschen weiter noch aufrüsten. Klingt doch vernünftig. Ich versuche mal noch meine 50 Feueressenzen zusammenzukriegen. Da tue ich mich gerade echt schwer mit. Ja, Dito. Deshalb klopfe ich auch momentan einen Stein nach dem anderen. Du machst das auf diese Methode. Okay. Ja, wieso? Auf welche Methode machst du es denn sonst? Gar keine. Ich suche nur nach dem optimalen Rezept. Die Drachen töten. Ja, wahrscheinlich. Töte doch einen Drachen. Mit dem Speer ist das wahrscheinlich nicht die coolste Idee, denke ich mir. Zumal mich gerade ein Goblin tötet. Oh shit. Warum lässt du das zu? Werde ich. 6 Leben, Asrak. 6 Leben. Mehr sei nicht dazu. Ich muss mich mal irgendwie heilen. So, jetzt haben wir zu wenig aber Platz. Wie? Also, ich zeig mal, man gibt einfach einen Box und dann sieht man hier Small Box. Man könnte auch eine Storage Box nehmen, aber dafür brauchen wir 10 Nägel und ich glaube, wir haben keine 10 Nägel im Moment. Deswegen geht eine Small Box und die packen wir dann einfach hier über den Kühlschrank. Heilen ging hier auch nur mit Essen, ne? Großartig, ne? Hm. Essen ist, glaube ich, noch nicht so, ne? Wir haben noch nichts gesehen, was man irgendwie essenstechnisch großartig verwerten könnte, ne, oder? Muss man aufs Klo. Hui, aufs Klo. Abo. Ja, freut mich auch. So, Toilette ist rum. Alles klar. Wir können mal gucken. Da können wir doch mal so ein bisschen schauen, ob wir da was reißen können. Firewood. Doch schon so ein bisschen kalt hier. Wieso bin ich überladen? Nein. Ja, gerade kein Feuerholz mehr drin. Gekochtes Wasser können wir uns machen. Ei. Ich mach mal. Also diese verbrannten Bäumchen nehme ich auf jeden Fall wegen den Essenzen mit. Das gibt Essenzen. Na, wie dann braucht was? Das ist immer richtig klasse, wenn ich euch hier im TS höre und das Video gucke. Ja. Das Video habe ich natürlich stumm, weil sonst höre ich euch immer doppelt. Richtig, genau. Ja. Und da weiß ich immer schon, was er jetzt kommen wird. Macht. Ja, du hast diese 20 Sekunden Verzögerung, die sind schon nicht. Ja, manchmal ist das ein bisschen komisch. Hier, gerne will abwecken. Was? Wieso? Was ist denn passiert? Es gibt doch die Möglichkeit, Bäume zu fällen, um die Essenzen zu kommen. Waren aber, glaube ich, nur die Eichen. Ja, von Bäumen kriegst du es auch. Ich hatte jetzt den Eindruck, Steine geht ganz gut. Steine geht gut, verbrannte Bäume gehen besser. Wo sind hier verbrannte Bäume? Also wenn ich einen sehe, fäll ich ihn gerade. Beim Vulkan gibt es welche. Ach, guck an. Jetzt ist nun die Frage, wo ist denn hier der Vulkan? Das ist doch meine Queste. Bei den Drachen. Boah. Upsi. Au. Oh, die kleine Drecksau. Upsi. Boah, scheiße.
ganzen Scheiß RWG. Kannst du die Kiste da mal aufschließen, die du hier irgendwie fertig gemacht hast, Asak? Weil du hast alle anderen Schränke mit Sachen zugemüllt. Ich kann nicht mal. Du kannst auch eine Box bauen. BOX. Ich kann nicht mal Steine irgendwo reinpacken. Das ist etwas unglücklich. Dann bau dir auch eine Box. Man ist ja so gierig und will den Pfeil noch unterbringen, ne? Aua! So. Ein Schwein fehlt noch. Oh, beschriftbare Kisten wären schon schön, aber man kann ja alles haben, ne? Ja, jetzt am Anfang noch nicht. Später dürfte das alles gehen. Ja, anzunehmen. Was bringt denn jetzt eigentlich so ein Ei? 8 Stamina und 2 Health. Das ist gut. Ich muss mich irgendwie heilen, sonst brauche ich keinen mehr vor die Tür zu gehen. Werde ich doch auf den Schlafsack oder auf dem Bett oder so? Ja, auf Schlafsack. Ach stimmt, das ist ja auch drin in dem Spiel. Das habe ich ganz vergessen. Sag auf dem Schlafsack heilst du. Aber das dauert, glaube ich, 24, 25. Das ein bisschen verschnellert. Oh, krass. Das ist schon mal eine Neuerung, das habe ich ganz vergessen, ja. Muss man in die Hocke gehen dafür? Sehr gut. Nee, muss man nicht in die Hocke gehen. Verbesserte Heilung. I like. Und je nach dem Bett, Qualität vom Bett wird es natürlich auch schneller. Ne? Ja. Das hatte ich gehofft. Das ist noch schneller, der Schlafsack ist am langsamsten. Ja, genau. Ja, das hatte ich nicht mehr auf dem Plan. Das ist ja, kennt man ja noch vom Starvation Mod irgendwie. Da war das ja auch ganz angenehm, dass man sich da heilen konnte. Der Starvation Mod ist noch ein großes Vorbild gewesen. Ist auch ein sehr guter, ich so gerne gespielt. Ist auch ein sehr guter Mod, also da... Das ist auch schon ein gutes Vorbild, was man sich dann gewählt hat, finde ich. Irgendwie. Das mit den Spinnen zum Beispiel ist da weg. Bloß halt, dass mein Spinnenspawner wesentlich schöner aussieht. Blöde Fass von denen. So, okay. Bruder Black, schönen guten Abend. Ja, der hat auch geschrieben, steh auf den Schlafsack und regenerierst du. Das hatte ich, ich habe es ja einen Abend nur gespielt mit Asak und das hatte ich echt nicht mehr auf dem Plan. Ah, schade, die Werkbank ist kaputt. Stone Arrowhead, dann machen wir uns mal 100 Stück von. Hallo? Dann machen wir uns 99 davon. 99 Pfefferkuchen wollte ich einmal versuchen. Ich kann doch bestimmt hier auch Sticks herstellen, oder nicht? An der Werkbank? Nee, nur Sticks of Dynamite. Okay. Stick. Ork und ein Skelett. Naja, okay. Ja, 69 Leben, das da gehe ich mit raus jetzt. Wo auch immer du verbrannte Bäume siehst, weil wir doch gar kein verbranntes Biom hier haben irgendwie. Nee, die findest du so mal zwischendurch. Oh man. Alter. Was denn? Ja, das Skelett hat mich nur... Das Skelett ist schlechter zu treffen, das liegt nicht, das kann man vielleicht gerade mal dazu sagen, ja, das liegt nicht an der schlechten Hitbox oder sowas, sondern das ist tatsächlich die Pfeile gehen halt durch die Knochen, die Pfeile gehen halt durch die Knochen durch. Richtig, das ist die Idee dahinter und das ist auch sehr gut umgesetzt in meinen Augen. Nur, dass man schon das weiß, das ist Absicht. Scheißwetter ist hier, gerade. Und Wetter ist nicht so mein Problem. Was das? Ach. Lion Dragon Go. Ich bin weg. Wie, du bist weg? Ich laufe jetzt erstmal. Lion Dragon Go. Das willst du nicht haben. Das hat Flügel und ist groß. Das hat drei Köpfe, glaube ich. Nein, das ist ganz langsam, glaube ich. Doch nicht. Ja. Ich muss bei euch immer hin und her springen, ja. Ich will ein Foto machen. Aua! Ich hab eine Blutung. Ich will nicht sterben. Und was haben wir hier? Hier haben wir einen Dämonritter. Den will ich auch nicht haben, glaube ich gerade. Hier kann man es ja gar nicht recht machen. Ja, irgendwas ist immer, ne? Der Dämonritter, der kommt noch in die Burgen rein. Verdammt! Also so der Trick, ich laufe an einem vorbei. Nein. Ja, dir kann man es jetzt aber auch nicht recht machen, ne? Bedroll. Also langsam habe ich spürbare Latenzen beim Looten.
Wenn ich irgendwas loote wie ein Vogelnest, dann so langsam kommt man wieder auf diese Anhalt. Hast du so Aussetzer oder was? Dauert halt so eine Sekunde ungefähr, bis er anfängt zu looten halt irgendwo. Das ist aber das Spiel und nicht der Mod. Ja, der dann könnte halt. Seven Days von Schulz sein. So, ich gehe mir erstmal meinen Rucksack holen und dann werde ich es dem Ork besorgen. So die Idee. Schwierig. Scheiß Wolf, verpiss dich. Nein, nicht den Heuballen. Oh nein, ich wollte mit meinem Heuballen heilen. Oh nein, bitte. Aswak. Ja, ich sehe es. 25 Minuten. Oh, das heißt, wir sehen uns nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nein, oh, der Ork ist nochmal fit. Verdammt. Nach einem kurzen Ork sehen wir uns wieder, oder? Ja, klar. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Wollt ihr schon aufhören? Das ist ja traurig. Ciao.